Das Grußwort spricht heute unser Bezirksältester im Ruhestand, Rolf Bonnet. Ihr lieben Geschwister, ja, auf diese Weise kann ich mich mal wieder bei euch melden. Unser Ältester hat mich gefragt und beauftragt letztendlich, an euch ein paar Worte zu richten. Ich hoffe und wünsche, ja, dass es euch gut geht und dass wir diese besondere Zeit, das brauche ich euch ja nicht sagen, dass es eine besondere Zeit ist, miteinander gut durchstehen. Und es ist schön, wenn man auch weiß, dass der liebe Gott alle Tage bei uns ist, egal wie es uns geht, gut oder weniger gut. Und das ist auch unsere große Freude. Wenn wir so in die Zukunft blicken, da macht sich mancher Sorgen. Wie geht's weiter? Was kommt? Aber wir dürfen dann ganz sicher sein, wie er es gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das Ende ist noch nicht angekommen. Und wir freuen uns miteinander, ja, auf das, was kommt. Und ich denke jetzt an das Wort aus Thessaloniker, wo es dann heißt, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Zuerst werden die Toten, die in Christo gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und jetzt kommt was Schönes. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wiederkunft Christi im Mittelpunkt des Evangeliums, das ist ganz groß. Und wenn wir so in die Zukunft blicken, dann gibt es natürlich auch hier zwei Dinge. Nun, ich habe hier, ja, aus dem alten Jugendfreund 1967, das war das Jahr, an dem ich konfirmiert wurde, einen Artikel, der begleitet mich, seit er gekommen ist, immer wieder. Und zwar, man könnte jetzt vielleicht auch sagen, ja gut, das ist ja schon immer so gewesen, man möchte Angst machen oder sonst irgendwas machen und man ist da schon ein bisschen anders geworden in unserer Zeit. Aber damals kam dieser Artikel so und den möchte ich auch geben. Es ist ja so, wenn man nicht ermahnt und wenn, ja, man will das heute einfach nicht mehr so ermahnen. Ihr lieben Geschwister, aber ich denke da auch an meine Schulzeit zurück. Man hat Fächer gehabt, die haben einen erfreut. Bei mir war es Mathe und Physik. Aber dann gab es auch ein Fach, das war nicht so sehr mein Fach. Man musste etwas tun, lernen. Und zwar Englisch, die Wörter. Das war für mich eine Katastrophe. Ich wollte viel gerne andere Dinge machen. Und da gab es mal einen Tag, da wurde unverhofft eine Zettelarbeit geschrieben. Und als sie zurückkam, schaut mich der Lehrer an und schaut und sagt, du, Rolf, wenn du so weitermachst, sehe ich schwarz für dich. Das hat eingeschlagen, vor der ganzen Klasse. Aber ihr Geschwister, das hat mich irgendwie doch dann keine Ruhe gelassen und ich habe angefangen zu lernen und ich habe es also auch geschafft. Also ist so eine Ermahnung im rechten Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht oder angebracht. Und wenn wir so in die Zukunft blicken, dann freuen wir uns ja auf die Wiederkunft Christi und wie wird sein und alles. Aber in diesem Artikel, auf den komme ich jetzt kurz zurück, da heißt es nicht nur die Zukunft, sondern die vollendete Zukunft. Und man spricht auch ja in der Schule vielleicht von der Zukunft, Futur, und dann aber auch die vollendete Zukunft. Was ist das? So wie es sein wird, wenn alles vorbei ist, wenn der Herr Jesus gekommen ist. Und hier heißt in diesem Artikel, und den möchte ich euch ganz, ganz kurz vorlesen. Hier heißt es, der Herr Jesus ist gekommen. Es wird ein Tag sein wie jeder andere. Vielleicht scheint die Sonne, vielleicht regnet es. Doch das ist dann vollkommen uninteressant. Auch die Jahreszeit ist ganz bedeutungslos. Warum? Nun,
weil der Herr Jesus gekommen ist. Dieser Tag stellt alles ins richtige Licht, auf den rechten Platz. Auf diesem Tag ist nur noch wichtig, was wirklich Gewicht hat. Das Unwichtige erkennt man plötzlich als solches. Mancher Weg im Leben, durch viel Überlegen, aber auch ohne Glauben, mit Sinn versehen, zeigt sich auf einmal vollkommen sinnlos. Was hat nun, wenn der Herr Jesus gekommen sein wird, noch Wert? Städte und Orte in dieser Welt, die durch die Geburt, das Wirken großer Männer berühmt geworden sind, haben nunmehr alle Bedeutung verloren. Auf einmal haben Städte, die Orte Bedeutung, die auf das Leben und Wirken von Aposteln und treuen Knechten Gottes verweisen können. Jetzt ist das wichtig, was früher nebensächlich war. Vor dem Haus steht ein schönes Auto. Der Besitzer kann sich nicht mehr daran erfreuen, weil er den Tag des Herrn verpasst hat. Das schöne Haus tröstet nicht über die Anklage hinweg. Ewig zu spät. So ist es mit allen schönen Dingen des Lebens, wenn sie höher ständen als das Wort des Herrn. Wie ist es mit dem guten Freund, wenn er nicht auch ein Freund Jesu war? Kann er noch helfen? Der Freund, der jetzt noch helfen könnte, meldet sich nicht mehr. Wie wird jetzt ein vergangener Gottesdienst bewertet? Diese zu spät überlegt, nutzt nichts mehr. Hätte man den Gottesdienst im rechten Augenblick ausgekauft, so wäre er von Wert gewesen. Aber jetzt ist es zu spät, denn Herr Jesus hat die Seinen ja heimgeholt. Nun erkennt man, dass man die Familie, die Wächterstimmen, das war früher all die Dinge, die wir in dieser Zeit gelesen haben, Christi Jugend und guter Hirte und so weiter, wenn man die lesen hätte sollen, aber diese Schriften jetzt zur Hand zu nehmen, ist wieder sinnlos. Es bringt ja nichts, mehr als die quälende Anklage, etwas verhäumt zu haben. Das gesunde Kind macht den Eltern keine Freude mehr, wenn sie einsehen müssen, dass sie ihm und sich selbst den Weg in die Herrlichkeit verbaut haben. Welches Gewicht haben jetzt die Stunden, die man in den Dienst des Herrn gestellt hat? Oder nicht? Nicht getan ist und bleibt nicht getan. Hat man sich auch über die schöne Kirche gefreut? Nun hat man keine Lust mehr, darin Platz zu nehmen. Klug oder töricht? Welch ein unterschiedliches Ergebnis. Am meisten aber bedrückt der Gedanke, dass die klugen Jungfrauen auf ewig geborgen sind und sich mit der Gemeinschaft mit ihrem Seelenbräutigam und dem himmlischen Vater befinden. Jetzt glaubt man alles, was die Knechte Gottes gesagt haben. Ja, man ahnt, was man besitzen würde, wenn man sich entsprechend eingestellt hätte. Man glaubt auch, dass die menschliche Vorstellung nicht ausreicht, um die Herrlichkeit zu erfassen. Dieses macht das Los der Törichten noch schlimmer und lässt die Freude der Klugen noch größer scheinen. Wie wird das neue Lied am Kristallenmeer wohl klingen? So ganz anders als das Lied hier in der Verwüstung der Erde. Wie gerne würde man noch einmal singen, in die Herrlichkeit möchte ich gehen. Doch es graut einem, dies zu tun. Denn die Frage treffe ich dich wohl bei der Quelle, ist beantwortet. So sieht ein Tag aus in der Zukunft, der sein wird wie jeder andere. Er wird für jeden von uns von entscheidender Bedeutung sein. Nutzen wir die Gegenwart, so dürfen wir die Zukunft im Licht verbringen. Möge jedes Gotteskind bei allem, was es tut, doch immer vor Augen haben, der Herr Jesus kommt und er kommt bald. Soweit der Auszug aus dem Jugendfreund 7, 1967. Ihr lieben Geschwister, ich hoffe, dass wir da jetzt nicht plötzlich Angst bekommen, der Treue. Und das ist unsere Aufgabe, das wollen wir sein, treu zu sein bis ans Ende. Dann brauchen wir vor diesen Tagen keine Angst haben. Aber vielleicht rüttelt es uns, und da gehe ich von mir selber aus, ein bisschen auf, doch den Mittelpunkt im Mittelpunkt zu lassen. Das wünsche ich euch und auch für die Zukunft. Einfach alles Gute, bleibt gesund, euer Rolf Bonnet. Oh.
Geschwister, eine Zusammenfassung des Pfingstgottesdienstes mit unserem Stammapostel. Eingangslied Nummer 259, Sollt ich meinem Gott nicht singen? Textwort 2. Korinther 3, Vers 17, Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist etwas Besonderes, das Pfingstfest so zu feiern, wie wir das heute erleben. Normalerweise kommt eine große Gemeinde zusammen. Wir singen und beten und wir feiern heiliges Abendmahl. Jetzt hat Gott etwas geändert. Wir wollen uns demütig unter seinen Willen stellen. Gott hat entschieden, dass wir nur Brotkrumen erhalten und nicht das gesamte Menü. Wir sagen, wenn wir nur Brotkrumen bekommen, dann sind wir auch damit zufrieden. Vieles hat sich verändert. Eines unserer Lieben ist gestorben. Das Einkommen ist weggebrochen. Gott hat unsere Pläne verändert, aber seinen Plan hat er nicht verändert. Er will sein Volk in sein Reich führen. Er möchte uns trösten und stärken und er wird das tun, auch wenn es derzeit nicht das All-Inclusive-Menü gottesdienstlichen Segens gibt. Gott kann auch mit Brotkrumen segnen. Du bist ein Gotteskind. Der Vater wird dich nicht vergessen. Es erfolgte eine Bibellesung aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4 und 12 bis 21. Der Stammapostel sagte weiter: Gott hat den Heiligen Geist auf die Erde gesandt, wie er seinen Sohn gesandt hat. Der Sohn sagte, die Lehre, die ich euch verkündige, ist nicht von mir, sondern ich verkündige euch den Willen Gottes. Er versammelte die Gemeinde, er hat das Reich Gottes verkündet, er brachte das Opfer zur Erlösung der Menschen. Als sein Auftrag erfüllt war, ging er zurück zum Vater. Dann wurde der Heilige Geist gesandt, der verkündet den Willen Gottes. Er bereitet die Braut Christi zur neuen Kreatur. Er führt ins Reich Gottes. Dieser Geist wirkt heute durch Menschen. Der Geist durchdringt, heiligt und befähigt, das Wort Gottes zu verkündigen. Der Geist befähigt die Jünger, das Wort Gottes ohne Angst zu verkündigen. Die gleichen Aufgaben wie damals stellen sich auch den Gläubigen heute. Erstens, das Evangelium zu verkündigen. Es ist unsere Aufgabe, den Willen Gottes kundzutun. Dazu muss der Geist uns durchdringen. Das Evangelium wird heute von vielen Menschen abgelehnt oder verändert, an den Verstand angepasst. Die Apostel Jesu verkündigen das echte Evangelium. Lasst uns die Lehre Jesu verkünden. Der geistige Reichtum ist viel wichtiger als der irdische Reichtum. Das an die eigenen Kinder weiterzugeben, ist das größte Geschenk. Ihnen Jesus Christus zu geben, ist der großartigste Weg, ihnen unsere Liebe zu zeigen. Dazu gehört aber auch der Gedanke, die natürlichen Ressourcen der Erde besser und schonender zu nutzen. Auch das ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott und zum Nächsten. Zweitens, zur Einheit beitragen. Jesus will, dass alle seine Jünger eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Die Einheit der Kirche soll ein Abbild der Dreieinigkeit Gottes sein. So haben die ersten Christen die jahrhundertealte kulturelle Kluft zwischen Juden und Heiden überwunden. Das können wir auch schaffen. Es geht darum, Eigeninteressen zurückzustellen und dem Gemeinwohl zu dienen. Lasst uns in allen Umständen dazu beitragen. Jedes Gemeindemitglied hat unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Aufgaben, aber alle haben den gleichen Wert für Gott und sollten es auch für uns haben. Drittens, sich selbst entwickeln. Wenn in der Corona-Krise einer der Regeln die Regeln nicht beachtet, sind alle in Gefahr. Das ist ein Beispiel für den Leib Christi. Wenn ein Glied leidet, leiden alle. Der Heilige Geist lehrt uns, die eigenen Interessen zurückzustellen und der Gemeinschaft zu dienen. Am Leib Christi gibt es ganz unterschiedliche Glieder. Jedes Glied ist wichtig. Wir wollen Unterschiede überwinden und dem Allgemeinwohl dienen.
Der Geist Gottes verändert die Situation nicht, aber er will uns verändern. Bezirksapostel Rainer Storig sagt in seinem Mit ihnen: Petrus hatte in der Nacht vor Karfreitag Angst. Er hat den Herrn verleugnet. Nachdem der Heilige Geist empfangen hatte, war er verändert. Dem Hohen Rat sagt er: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er war frei von Furcht. Petrus musste sich auch in anderer Hinsicht verändern. Nicht nur die Juden, auch die Heiden sollten den Heiligen Geist empfangen. Er sah das Tuch mit unreinem Getier und hörte das Wort: Schlachte und iss. Das Evangelium sollte überall verkündet werden, nicht nur den Juden. Der Stammapostel sagte noch: Wir wollen gemeinsam da, dass unser Vater beten. Wir wollen Vertrauen haben. Der Herr wird uns nicht vergessen. Sein Reich kommt. Er gibt uns Frieden in unsere Herzen, wenn wir dem Nächsten vergeben. Soweit die Zusammenfassung des Gottesdienstes. Auch heute hören wir wieder eine Stimme der Vergangenheit. Es darf geraten werden, zu wem diese Stimme gehörte. Herzlich geliebten Geschwister, ich empfinde es nicht als ein Geburtstagsgeschenk, dass der liebe Stammapostel mich an diesen heiligen Platz gerufen hat. Aber es ist meine größte Geburtstagsfreude, dass ich heute Morgen bei unserem lieben Stammapostel, im Kreis der lieben Apostel und von euch allen sein darf. Als ich an den Altar trat, fiel mein Blick auf das Wort: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Niemand braucht das Notwendige als ich. Als ich heute Morgen die Heilige Schrift aufschlagen durfte, da hat mir der liebe Gott ein wunderbares Wort geschenkt. Das zu erfüllen, wird mir nie schwerfallen. Lobe den Herrn. Wir hörten eben die Stimme von Apostel Günter Beck. Er stammte aus Heidelberg und war als Apostel für den Bezirk Pforzheim in der Zeit zwischen Dezember 1981 und November 1984 an der Seite von Bezirksapostel Klaus Sauer tätig. Sein Arbeitsbereich verlagerte sich danach auf die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland. Selbstverfasstes Gedicht vom Priester Michael Busch aus der Gemeinde Pforzheim-Bayernstraße. Halte dich zu Gott. O Seele, bist du dir bewusst, wie wert du deinem Heiland bist? Er lenkt, dass du erkennen musst, dass er der Allerhöchste ist. Dazu hat Gott den Geist gegeben, der in uns wohnen soll und leben, dass wir erkennen, wer er ist, Gott selbst und sein Sohn, Jesus Christ. Er ist hochheilig, Geist und Licht,
sein Wesen wahre Liebe ist. Wer seinen Blick auf Jesum richt und gläubig nützt die Gnadenfrist, der lässt von Gott sich etwas sagen, der will nach Gottes Willen fragen, der beugt sich vor der Majestät des Herrn in Ehrfurcht und Gebet. Wer Gott sein ganzes Herze weiht, der nimmt von Gott Belehrung an. Das edle Frucht wächst und gedeiht, nur so gelangst du Himmel an. Was Gott gibt, soll man heilig halten. Er will uns doch nur so gestalten, dass wir verwandlungsfähig sind. Vertrau auf Gott, o Gotteskind. Kartoffeln, Eier und Kaffee. Eine Tochter kommt weinend zu ihrem Vater. Ich bin so erschöpft, das Leben ist so schwer. Jedes Mal, wenn ich ein Hindernis überwinde, taucht bereits das nächste auf. Ich glaube nicht, dass ich so weiterleben kann. Ihr Vater wischt ihr die Tränen aus dem Gesicht und führt sie an der Hand in die Küche. Er füllt 3 Töpfe mit Wasser, stellt sie auf den Herd und schaltet den Herd an. »Was tust du da?« fragt die Tochter, aber ihr Vater antwortet ihr nicht. Stattdessen geht er in die Vorratskammer. Als er wiederkommt, bringt er Kartoffeln, Eier und Kaffeebohnen mit. »Was tust du?« fragt die Tochter wieder, mittlerweile ein wenig verärgert. Doch ihr Vater sagt immer noch nichts. In den ersten Topf gibt er die Kartoffeln, in den zweiten die Eier und in den dritten die Kaffeebohnen. Seine Tochter wird ungeduldig. »Sag mir endlich, was du da tust«, forderte sie, aber ihr Vater schweigt weiterhin. Endlich nimmt er die Töpfe vom Herd und stellt ihn aus, legt die Kartoffeln und Eier auf einen Teller und schüttet den Kaffee in eine Tasse. »Was siehst du?«, fragt er. »Kartoffeln, Eier und Kaffee«, antwortete die Tochter. »Ich verstehe nicht, wie mir das helfen soll.« »Schau genauer hin«, sagte ihr Vater. Sie stupste die weiche, heiße Kartoffel an. Sie entfernt die Schale von dem Ei und bemerkt, wie hart und weiß es darunter geworden ist. Sie nimmt einen Schluck von dem heißen, dunklen Kaffee. »Ich verstehe es immer noch nicht«, sagt sie. »Die Kartoffeln, die Eier und die Kaffeebohnen mussten sich alle dem gleichen Hindernis stellen. Sie wurden alle in heißes Wasser gepackt«, erklärt ihr Vater. »Die Kartoffeln waren stark und hart, aber das Wasser machte sie weich und schwach. Die Eier waren zerbrechlich, aber das Wasser machte sie hart und unnachgiebig. Die Kaffeebohnen aber wurden nicht vom Wasser verändert. Nein, sie änderten das Wasser und verwandelten es in etwas Neues.« Er legte seinen Arm um seine Tochter und lächelt. »Was davon bist du?« fragt er. »Bist du eine Kartoffel, ein Ei oder eine Kaffeebohne? Wenn du Schwierigkeiten im Leben hast, machen sie dich schwächer? Lassen sie dein Herz zu Stein erstarren? Oder verwandelst du sie in neue Möglichkeiten?« Feurige Predigt. Ein Mitglied einer Kirchengemeinde besuchte nicht mehr regelmäßig die Gottesdienste. Dies fiel dem zuständigen Geistlichen auf und er beschloss, den Mann aufzusuchen. An einem kalten Winterabend machte sich der Pfarrer auf und klingelte an der Haustür. Der Mann öffnete und bat den Pfarrer einzutreten. Dann führte er ihn ins Wohnzimmer. Dort loderte im Kamin ein wärmendes Feuer. Der Mann, der den Grund für den Besuch ahnte, bot dem Pfarrer einen Stuhl neben dem Kamin an und wartete. Der Geistliche machte es sich bequem,
sagte aber nichts, sondern beobachtete das Spiel der Flammen in den brennenden Holzscheiten. Einige Minuten vergingen, keiner der beiden Männer sprach ein Wort. Schließlich nahm der Pfarrer die Feuerzange, hob damit vorsichtig ein Stück hellglühende Kohle auf und legte es auf eine Seite der Feuerstelle. Dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und schwieg weiter. Der Gastgeber beobachtete alles aufmerksam und schwieg ebenfalls. Als die Flamme der einzelnen Kohle nachließ, glühte sie einen kurzen Moment auf, ehe sie erlosch. Bald war sie kalt und mausetot. Noch immer hatten die beiden Männer kein Wort gesprochen. Einen Augenblick später erhob sich der Geistliche aus dem Stuhl und deutete an, dass er nun gehen wolle. Bevor er das Wohnzimmer verließ, hob er die kalte, tote Kohle auf und legte sie zurück in die Mitte der glühenden Kohlen. Sofort begann das Kohlestück wieder zu brennen. Als der Pfarrer die Haustür erreichte, bemerkte der Gastgeber: „Herzlichen Dank für Ihren Besuch und die feurige Predigt. Nächsten Sonntag werde ich wieder in der Kirche sein." Zu Beginn der Corona-Pandemie erstellte die Gemeinde Prötzingen ein Gebet. Jedes Gemeindemitglied konnte je einen Satz zu den drei Teilen eines Gebetes, also Dank, Bitte und Fürbitte, an den Gemeindevorsteher senden. Mit seiner Zustimmung hören wir daraus nun eine Kurzfassung und dürfen somit im Gebet vor unseren himmlischen Vater treten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du unser liebender Vater und wir deine gläubigen Kinder sein dürfen. Du hast uns die Zusage gegeben: „Ich bin bei euch alle Tage." Dafür danken wir dir von Herzen. Du bist vor uns und zeigst uns den Weg. Du bist neben uns und hinter uns, um uns zu bewahren. Du bist aber auch unter uns, um uns aufzufangen. Und du bist in uns, um uns zu trösten. Trotz der Einschränkungen in diesen Tagen dürfen wir in Frieden leben und müssen keine Hungersnot leiden. Wir sind auch so dankbar, dass wir per Telefon- und Videoübertragungen Gottesdienste mit Sündenvergebung erleben dürfen. Lass uns in diesen Tagen bitte auch weiterhin alles in deinem Licht sehen und richtig bewerten. Gib doch bitte, dass wir möglichst gesund bleiben. Wir wollen die Zeit nützen, um im Glauben wie eine Blume wachsen zu können. Dann erkennen wir, nicht nur Sonnen, sondern auch Regentage sind notwendig. Schenke uns bitte deine Hilfe, so wie du es schon lange für uns vorgesehen hast. Gib uns auch bitte die Kraft, das Auferlegte annehmen zu können. Sende doch bald deinen lieben Sohn. Gemeinsam wollen wir alle das Ziel erreichen. Schenke uns bitte jegliche Unterstützung, um auf deinem Weg bleiben zu können. Liebender himmlischer Vater, wir bitten dich für die vielen kranken Menschen, für die, die Schmerzen haben, die in Sorgen und Nöten sind, sowie für die Einsamen und Trauernden, aber auch für alle diejenigen, die sich um die Leidgeprüften kümmern, sie pflegen und versorgen und dabei die eigene Gesundheit immer wieder aufs Spiel setzen. In diesen Tagen haben auch manche Zukunftsängste und sind in finanziellen Nöten. Tröste und öffne bitte im Augenblick noch verschlossene Türen. Guter, treuer Vater, hilf doch all denen, die Zweifelsgedanken gegenüber deiner großen Allmacht haben. Zeige ihnen doch bitte deine Liebe. Auf dieser Welt gibt es viel Not, Hunger, Kriege, Krankheit und Tod. Lass einen jeden Einzelnen erfahren, dass du Gedanken des Friedens hast. Bei allen Bitten fügen wir jedoch hinzu: Nicht unser, sondern dein Wille geschehe. Erhöre all dies um deines lieben Sohnes Jesu willen. Amen. Mein Herz,
Und hier sind die Bekanntgaben vom 2. Juni. Am nächsten Sonntag, den 7. Juni, findet wieder ein Videogottesdienst statt. Das Einwählen per YouTube bzw. Telefon bleibt gleich wie an den vergangenen Sonntagen. Unser Podcast Nummer 12 wird am nächsten Dienstag, den 9. Juni um 16.30 Uhr am Telefon ausgestrahlt. Der Empfang auf YouTube wird bereits kurz vorher möglich sein. Dies war der Podcast Nummer 11 für die Senioren der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Pforzheim. Neben unserem Bezirksältesten im Ruhestand Rolf Bohnnett sprachen Philipp Denninger Bayernstraße, Norman Denzinger und Tanja Scheuerle beide Büchenbronn, Adrian Euchner Birkenfeld, Marie-Christin Hammer Isbringen, Ayla Petri Mühlacker. Weitere Mitarbeit: Michael Busch Bayernstraße, Winfried Waldhauer Brötzingen, historische Aufnahme, Zentralarchiv der Neuapostolischen Kirche, Dortmund. Musik, YouTube-Kanal Dietmar Wedel, Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Dietmar Wedel. Die Orgel der Stiftskirche Stuttgart spielte Markus Trilla aus Mühlacker, Tonschnitt, Friedhelm Carter Bayernstraße und Wolfgang Müller Brötzingen, Sendetechnik, Sandro Kur Mühlacker und Jens Zimmermann Brötzingen. Gesamtleitung Wolfgang Müller.